Heute schauen wir uns an, wie man SaaS einrichtet. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video und dem zweiten Teil des SaaS-Tutorials. Wir werden uns heute angucken, wie wir SaaS in unserem Workspace einrichten, also wie man das installiert, wie man den Editor so vorbereitet, dass es funktioniert, wie man vielleicht einen Compiler baut und all sowas werden wir uns heute ein bisschen angucken, beziehungsweise nicht wie man ihn baut, wie man ihn runterlädt und einrichtet, so muss man es formulieren. Und das Ganze geht relativ einfach und ist auch, denke ich, sehr übersichtlich. Ihr seht ja auch in der Videobeschreibung, dass es gar nicht so lange dauert und ja, keine Zeit verlieren, los geht's. So und los geht's mit dem heutigen Video. Das erste, was wir machen, ist ziemlich banal eigentlich. Wir gehen auf die SaaS-Homepage. Den Link dazu, wie auch zu allen Programmen und Sachen, die ich jetzt anspreche in dem Video, findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und wir gucken uns als erstes jetzt mal an, was wir eigentlich machen müssen. Wir sind auf diesem Install-Punkt hier oben. Das ist direkt die Startseite. Wenn man hier auf Install klickt, findet man diese Seite, wo wir uns gerade befinden. Hier gibt es einmal Applications. Diese Applications werden wir uns gleich genauer angucken. Damit kann man SaaS-Files kompilieren zu CSS-Files. Das andere, was wir uns jetzt angucken, ist Command Line. Und das ist das, was so viele Leute abschreckt, SaaS zu nutzen. Was heißt, hier sind drei verschiedene Betriebssysteme, halt Linux, Windows, Mac. Für alle Mac-Nutzer, ihr könnt diesen Schritt mit dieser Command Line komplett überspringen. Bei euch ist, also diesen Schritt hier im Prinzip, weil bei euch ist Ruby schon installiert. Alle Linux- und Windows-Nutzer hingegen müssen hier draufklicken, kommen dann auf diese Seite, auch den Link dazu gibt es unten in der Videobeschreibung, und müssen sich Ruby runterladen. Ich habe das Ganze einfach schon mal vorbereitet. Ups, das war falsch. Zack. Und habe hier Ruby Installer. Das Ganze müssen wir jetzt einfach nur installieren. Was heißt, wir machen ganz normal Doppelklick. Klicken uns hier durch. Ist nicht wirklich irgendwas Wichtiges. Wie ihr seht, geht es auch sau schnell. Ist auch keine große Datei oder irgendwas. Und wir haben Ruby installiert. Diese Punkte hier unten müssen allerdings alle machen. Was heißt, öffnet auf dem Mac euer Terminal oder auf Windows-PCs den sogenannten Command Prompt. Den findet ihr entweder wie hier beschrieben in einem Run CMN, bla bla bla. Aber meistens ist es auch einfach in eurem Startmenü, wenn ihr Ruby gerade installiert habt. Was heißt, der nächste Punkt ist, wir geben diesen Satz hier ein. Was heißt, das ist alles, was wir mit der Command Line machen. Install SaaS. Drücken Enter und auf mysteriöse, unerklärliche Weise können wir hiernach SaaS benutzen. Das heißt, wie ihr seht ja, successfully installed SaaS 3.4.22. Als Kontrolle können wir jetzt noch SaaS eingeben, wie das da auch steht bei Double Check. Und hier steht, wurde installiert. Was heißt, jetzt können wir damit Spaß haben. Das war auch schon alles, was wir machen müssen, um SaaS zu benutzen im Prinzip. Und wir können jetzt damit rumspielen, wie wir Lust und Laune haben. Ich habe hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Und zwar habe ich einmal eine Index.html geschrieben und hier muss ich mir was ändern. Style.sass und in diese ist ein SAS-File verlinkt. Ein SAS-File sieht so aus. Wie ihr seht, fehlen hier zum Beispiel die Brackets, hier hinten fehlt ein Semikolon und so weiter und so weiter. Das heißt, die SAS-Syntax ist einfach etwas anders als die normale Syntax und wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, wird es auch nicht funktionieren. Es wird einfach nicht vom Browser gelesen, weil kein Browser dieser Welt mit SAS-Files klarkommt. Was heißt, wir müssen irgendwas tun, um hier drin mit unseren SAS-Files ein bisschen mehr machen zu können. Und dazu gibt es diese Programme, diese Applications, die hier aufgelistet sind. Das sind bei weitem nicht alle. Ich kann persönlich sagen, dass ich CodeKit ist genauso wie Prepost. Das sind exakt die gleichen Programme, erstaunlicherweise, von unterschiedlichen Anbietern. Einmal für Windows, einmal für Mac. Die genau dasselbe können, die sehen genau gleich aus. Die haben genau dieselben Funktionen, also wirklich 1:1 gleich. Und kosten allerdings Geld. Ja, die kosten Geld und für jeden, der das nur hobbymäßig macht für seine Homepage oder vielleicht damit anfangen möchte, ja, der will vielleicht kein Geld für sowas ausgeben. Muss ich auch sagen, bringt nichts. Diese beiden Programme haben echt nur den Vorteil, dass man, ein bisschen was automatisieren kann. Das Ganze ist aber kein wirklicher Vorteil in dem Sinne, sondern einfach nur, wenn man an vielen Projekten gleichzeitig arbeitet, dann bringen diese beiden Programme schon was, ansonsten eher nicht. Es gibt natürlich auch Taskrunner, wie zum Beispiel Grunt oder ein paar andere. Diese sind extrem gut, erfordern aber Programmierung mit JSON und JavaScript. Was heißt, man muss erstmal die Task, die laufen lassen müssen, muss man vorher mit JSON und JavaScript definieren. Und das erfordert eine Menge Codearbeit. Lohnt sich sehr, wenn man an riesigen Projekten arbeitet mit vielen, vielen gleichzeitigen Leuten, weil so kann man dann zum Beispiel beim Abspeichern der Datei direkt auf GitHub neuen Punkt erstellen oder all sowas. Also es ermöglicht einem noch viel, viel mehr Automatisierung, braucht man aber im Normalfall eigentlich nie.
Mit Live Record, genau wie mit GhostUp und Hammer, habe ich persönlich noch nie gearbeitet. Mit Compass App, genauso wie Scout, muss ich sagen, habe ich nur schlechte Erfahrungen gemacht. Und ich kann deswegen am besten empfehlen Koala. Alleine schon, weil auf der Webseite von ihnen so ein süßer kleiner Koala hier oben in der Ecke ist. Allerdings ist das Programm als solches auch echt gut gemacht. Was heißt, drückt ihr einfach auf Download, installiert euer Programm und ihr solltet dann in der Lage sein, dieses Fenster hier zu sehen. Ups, ich habe es jetzt gerade irgendwie nicht offen. Da ist es schon. Dieses kleine Fenster. Und damit können wir, oh, das war nicht meine Absicht, damit können wir jetzt eine ganze Menge machen. Was heißt, ich habe ja hier mein Verzeichnis, in dem meine Website liegt. Was heißt, ich habe eine style.sas und ein leeres CSS-Verzeichnis. Das erste, was wir jetzt machen müssen, wir müssen manuell unsere SAS-Dateien, also die Dateien, die kompiliert werden sollen, suchen. Was heißt, wir klicken hier unser Projektordner an, drücken auf OK. Wie ihr seht, habt ihr hier schon gesehen, okay, ich habe eine SAS-Datei gefunden. Da klicken wir jetzt drauf. Das erste, was wir machen, wir geben hier einen neuen Pfad an, weil wir wollen nicht, dass das hier, wie jetzt gerade in dem Ausgangsverzeichnis liegt, sondern wir wollen, dass das hier drin liegt und hier soll das dann style.min.css heißen. Was heißt, die Datei, die rauskompiliert wird, heißt style.min.css. Das Ganze speichere ich ab und hier lösche ich jetzt mal diese beiden Dateien. Die erstellte leider automatisch irgendwie gerade, weiß ich nicht warum. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier die SAS-Datei und hier drin haben wir gerade noch nichts. Wenn ich jetzt hier allerdings einfach mal auf diese Datei gehe und auf Kompilieren, sehen wir, hier sind neue Dateien erschienen. Was heißt, hier ist unsere normale SAS-Datei und ich ziehe jetzt einfach mal die StyleMin hier rein und ihr seht, es sieht aus wie CSS. Wir haben Brackets, wir haben hier ein Semikolon, es sieht auch wieder von etwas anders von der Farbgebung aus und wir können damit jetzt eine ganze Menge Zeug machen. Was heißt, wir können nicht nur dafür sorgen, dass jetzt unsere SAS-Datei funktioniert, weil wir haben jetzt hier eine CSS-Datei, die wir in den Browser laden können. Was heißt, wir geben hier nicht css.sas an, sondern min.css. Das heißt, wir verlinken unsere CSS-Dateien, die wir rauskompiliert haben, aber nicht unsere SAS-Dateien. Das heißt, jetzt funktioniert auch unsere CSS wunderbar. Und wir können jetzt mit unserer SAS natürlich noch ein bisschen mehr Spaß machen. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, in dem Body haben wir einen Div-Container. Dieser Div-Container hat eine Weite von 100 Pixeln. Dann drücke ich auf Speichern und wie ihr seht, ist außerhalb des Bereiches, hat unser Programm automatisch durch diese automatische Kompilierung, sobald ich die SAS-Datei abspeichere, unsere Style-Datei überarbeitet. Das heißt, wenn ich hier jetzt auf unsere Style-Min gehe, seht ihr, hat er auch direkt eine Vernetzung hergestellt. Das heißt, er hat direkt Body und er hat direkt eine Verschachtelung hergestellt, das man vorher manuell gemacht hat. Aber das ist noch lange nicht alles, was dieses Programm hier kann, sondern man kann zum Beispiel auch Auto-Prefixes. Und das hier ist ein Feature, das ist einfach sehr genial. Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel sagen, diese Diffbox hat Transition All INS. So, das Ganze speichern wir jetzt ab, gucken uns das an und es hat automatisch alle benötigten Browserweichen hinzugefügt. Was heißt, er sagt, okay, bei WebKit ist das noch nötig, dann machen wir das. Gleichzeitig können wir aber zum Beispiel sagen, Transform. Und dann, keine Ahnung, Rotate 30 Degree, 20 Degree. Drücken drauf und zack, hat er hier jetzt WebKit und MS hinzugefügt. Was heißt, er fügt automatisch alle Browser-Präfixes hinzu, die wir überhaupt brauchen. Und das ist immer noch nicht alles. Was heißt, wir können sagen, wir wollen das nested. Das bedeutet einfach, dass es so aussieht. Wir können aber auch sagen, wir wollen das jetzt compact, kompilieren das. Und ihr seht, es ist nur noch es ist so einzeilig geschrieben. Aber wem das auch noch nicht reicht, weil es sind ja immer noch mehrere Zeichen, kann richtig kompressieren, was heißt compress, drückt drauf und man kriegt ein einzeiliges CSS-Dokument. Was heißt, alle Klassen, alles, was ihr auf der Webseite jemals als CSS habt, wird in einer Zeile stehen. Das Ganze hat den Vorteil, dass einfach jedes unnötige Leerzeichen weg ist und dadurch die Datei kleiner wird. Im meisten Fall kann man so von zum Beispiel 100 KB CSS-Datei, kommt man damit locker auf 20 KB CSS-Datei, was natürlich echt schön ist für das Arbeiten in dieser Datei, allerdings nicht. Aber der Vorteil ist ja, wir haben unsere schön ordentliche SAS-Datei, die aber nicht auf dem Server liegt, sondern wir haben nur unsere StyleMin-CSS, die auf dem Server liegt, die wunderbar funktioniert, aber sehr, sehr klein ist. Und wir können natürlich hier auch noch mehr anklicken. Das heißt, wir können auch noch sagen, Compressed Mode. Ups, das wollte ich nicht. Wo ist es? Source Map können wir rauskopieren. Das heißt, dann ist auch noch dieser Punkt hier unten weg. Und so könnt ihr praktisch alle SAS-Dateien komprimieren.
Hiermit kann man aber nicht nur SAS-Dateien komprimieren, sondern wie ihr seht auch LESS, SAS, Compass, CoffeeScript, JavaScript, CSS. Also ihr könnt damit auch zum Beispiel Autopräfixes bei normalen CSS-Dateien hinzufügen und so weiter und so weiter. Was heißt, ihr könnt auch hier oben noch einstellen, dass zum Beispiel, das seht ihr gerade nicht, aber unten in der Ecke von meinem Monitor, weil der Bereich hier unten ist nicht die Ecke von meinem Monitor, sondern nur irgendwo auf dem Monitor, kriegt man so eine kleine Mitteilung immer, wenn die Datei komprimiert wurde und hochgeladen wurde, beziehungsweise hochgeladen nicht, aber komprimiert wurde. Und man kann so auf dem Server wunderbar arbeiten. Und wie ihr seht, eine wunderbare CSS-Datei komprimieren, wenn ich die mir im Browser angucke, sieht das immer sehr witzig aus. Oder warte, wir gucken uns die nicht hier an, sondern wir gucken uns die auf meiner neuen Homepage an, beziehungsweise auf der halben neuen Homepage. Seitenquelltext und gehen hier mal auf die Style CSS und ihr seht, es sieht ziemlich witzig aus. Allerdings ist das einzeilig und sehr, sehr klein. Für jeden, der damit arbeitet, ist natürlich das ein Horror, weil hier kann man kaum was rausfinden, ohne ewig zu suchen. Allerdings arbeitet man ja nicht damit, sondern man arbeitet mit der SAS. Die ist klein, ordentlich und schön. Ja, das war es dann auch schon und ich denke, es sollte jetzt auch bei jedem funktionieren, SAS zu nutzen. Hoffe ich zumindest. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Nächste Woche geht es dann weiter mit dem dritten und letzten Teil des SAS-Tutorials. Dort werden wir uns angucken, wie wir mit SAS in unserem vorbereiteten Workspace richtig arbeiten. Was heißt, wie man die verschiedenen SAS-Befehle anwendet, wie es sich von CSS unterscheidet und sowas alles. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch unter dem Video. Und ja, wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik oder irgendwelche Vorschläge für neue Videos habt, schreibt mir am besten auf Twitter. Der Link dazu ist ebenfalls in der Videobeschreibung. Naja, das war's von mir für diese Woche. Und ja, viel Spaß mit SAS. Bis nächste Woche. Ciao.